Dieser Balken hier oben, der komplett ausgemalt ist, der stellt ein Ganzes dar. Ein Ganzes. Ich möchte dich aber bitten, in diesem Video herauszubekommen, welcher von den anderen vier Balken denn den Bruch 1/2 darstellt. 1/2. Wie immer, mach am besten kurz Pause und wenn du wieder anmachst, dann gehen wir das Ganze mal gemeinsam an. Okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du dich mal probiert hast und jetzt machen wir es mal zusammen. Ich würde vorschlagen, ich schaue jetzt erstmal, wie viele Stücke hat denn jeder Balken oder in wie viele Teile ist denn jeder Balken eigentlich unterteilt. Also der zweite hier hat 1, 2, 3, der hat 4 Teile. Der nächste hat 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Der nächste hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Und der letzte hat 1, 2, 3 Teile. Okay, wird also nicht ganz so einfach. Keiner von denen ist direkt in Hälften geteilt. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken, welche davon dann trotzdem 1/2 darstellt. Jetzt natürlich noch die Frage, wie viele sind ausgemalt? Also hier sind 1, 2 ausgemalt, macht also 2/4. Hier sind 1, 2, 3 ausgemalt, also insgesamt sind 3/5 ausgemalt. Hier 1, 2, 3, 3/6. Und hier unten 1/3. Okay, jetzt müssen wir also nur noch rausbekommen, welcher von diesen vier Brüchen denn genau das gleiche darstellt, also identisch ist zu 1/2. Eine Möglichkeit, das zu machen, wäre die folgende. Ich male jetzt hier mal einfach einen neuen Balken hin. Also, hier haben wir mal einen neuen Balken. So, und den kopiere ich mir am besten, weil ich glaube, den brauche ich später nochmal ein bisschen öfter. Also, kopieren. Okay. Was mache ich damit jetzt? Erstmal unterteile ich den in zwei Teile. Weil ich suche ja nach 1/2. Und dann male ich jetzt hier einfach mal, oder ich schraffiere das nur, eine von den beiden Hälften. Und dann weiß ich, genau diese Fläche von diesem Balken wäre halt genau 1/2. Also das, was ich suche. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich aus diesen Hälften irgendwie Viertel machen kann. Und ich würde sagen, das geht recht einfach. Ich kann ja einfach jede einzelne Hälfte hier nochmal halbieren. Also in zwei Teile teilen. Mache ich mal. Also hier vielleicht und vielleicht hier. Okay, wie du gesehen hast, ich habe an der Fläche, die ich ausgemalt hatte, habe ich ja gar nichts geändert. Aber jetzt sind ja von den vier Teilen hier 1, 2 ausgemalt. Das heißt, das Ganze hier sind jetzt ebenfalls 2/4. Also das hier ist wieder das gleiche wie 2/4. Und wie du siehst, es ist immer noch genau die Hälfte ausgemalt. Also muss 1/2 das gleiche sein wie 2/4. Oder 2/4 ist genau das gleiche wie 1/2. Sehr gut. Dieser Balken kriegt also einen Haken. Der stellt nämlich genau 1/2 dar. Eine andere Möglichkeit, das zu sehen, wäre vielleicht auch noch. Du könntest dir ja denken, dass du das ausgemalte Teil hier einfach einen nach links schiebst. Und dann wäre der Balken hier ja genauso ausgemalt wie der, den ich hier gerade drüben gezeichnet habe. Und ich denke, dann ist es wirklich eindeutig. Okay, gut. Lass uns doch mal den nächsten Fall hier angucken. Ich packe einfach mal nochmal diesen Balken hier rein. Zack. So. Mir würde jetzt nicht direkt einfallen, wenn ich den jetzt wieder in die Hälfte teile, wie ich dann aus diesen zwei Hälften irgendwie Fünftel mache. Deswegen mache ich was anderes. Ich teile den einfach gleich mal in Fünftel auf. Gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ich mache das nochmal. Das sieht nicht so gut aus. Ah, ist gar nicht so einfach, nur mit dem Auge das so einzuschätzen. Also nochmal, hier ist vielleicht 1/5, dann wäre hier vielleicht das nächste, hier wäre 1 und hier vielleicht. Na gut, ich stelle mir einfach vor, dass jedes dieser Teile gleich groß wäre. Also habe ich jetzt hier 5 Teile. Von den 5 Teilen male ich jetzt einfach mal, oder schraffiere ich wieder, 3 Stück. 1, das ist das zweite und das ist das dritte. Ich habe ja jetzt hier genau den gleichen Balken eingefügt, also der ist ja, hat er genau die gleiche Länge von Anfang bis Ende. Und wie du siehst, wenn ich hier 3 Teile von ausmale, dann ist das ja schon viel mehr als 1/2. Hier wäre 3/5. Das heißt, 3/5 kann auf keinen Fall das gleiche sein, ist nicht das gleiche wie 1/2. Du kriegst also ein X. Du passt leider nicht.
Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich denke, du siehst schon, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Also, ein Sechstel. Ich mache wieder genau das Gleiche erstmal. Ich mache erstmal hier Hälften draus. Ich sehe gerade, ich habe den gar nicht so gut hingepackt. Das sieht man gar nicht so gut. Warte mal, ich mache den nochmal rein. Und dann will ich den ja, dass die ungefähr gleich anfangen. So, vielleicht. So, wieder, ich halbiere den. Hier ist ungefähr die Hälfte. Und mal die erste Hälfte aus. Bap, 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 bap. Ausgemalt. Und jetzt denke ich wieder, kann ich das wieder ganz gut in Sechstel aufteilen. Weil ich kann jede Hälfte in drei Teile teilen und dann habe ich sechs Teile. Also, ich könnte sagen, das hier könnte vielleicht ein Sechstel sein. Und das hier. Und hier genau das gleiche. Machen wir mal hier vielleicht. Und hier vielleicht. Sechs gleich große Teile, zumindest mehr oder weniger. Und davon sind 1, 2, 3 ausgemalt. Heißt, das hier ist das gleiche wie 3 Sechstel. Wieder, ich hab damit angefangen, die Hälfte von dem ganzen Balken auszumalen. Das heißt, 3 Sechstel muss das gleiche sein wie 1 halb, weil ich an der ausgemalten Fläche ja überhaupt nichts geändert habe. Kriegt also dieser Balken auch einen grünen Haken. Bleibt noch einer übrig. Einer noch. Einer noch. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Puste. Also, einer noch. Wenn ich diesen Balken jetzt hier mal in Drittel einteile, wie teile ich den ein bisschen in Drittel ein? Vielleicht wäre hier ein Drittel und ja, hier vielleicht so ungefähr. So, wenn ich davon jetzt hier einen ausmale, den hier, dann siehst du ja bestimmt schon, das hier waren ja eben gerade, ich mache es vielleicht noch ein bisschen genauer, so, diese drei Teile waren ja eben ein halb. Also, weil die Balken ja gleich groß sind, siehst du schon, ein Drittel ist definitiv kleiner als ein halb. Das heißt, ein Drittel kann definitiv nicht das gleiche sein wie ein halb. Okay, das soll es gewesen sein. Der Balken hier kriegt noch ein X. Und jetzt hast du gesehen, dass es einige Brüche gibt, die genau das gleiche sind. Also man kann auch sagen, die sind identisch zu einhalb.